Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und wie ihr leider zumindest viele von euch wissen, konnte ich jetzt schon seit über einer Woche nicht streamen, weil meine Internetleitung derzeit nur mit halber Leistung läuft. Ich weiß nicht warum. Vodafone sagt regionale Störung, es wird bearbeitet. Auf jeden Fall habe ich derzeit nur ein 2000er Upload und damit ist Streaming für mich im Moment undenkbar. Ich habe aber die Zeit sinnvoll genutzt, um mich einem anderen Projekt mal zu widmen und ihr habt es im Titel vielleicht schon erkannt, der Weg zur dritten Gunmark auf meiner Badchat. Ich habe mittlerweile auf der Badchat über 3700 Gefechte und es wurde auch mal Zeit, dass ja vielleicht mal die dritte Gunmark in Angriff genommen wird. Nach 3700 Gefechten hatte ich sie immer noch nicht. Ihr seht, und vielleicht ist der ein oder andere von euch verwundert, dass ich mit Arti im Zug spiele. Und gerade wenn ihr eure dritte Gunmark machen wollt mit einem 10er Medium, der sehr, sehr gut im Spotten ist, wie die Badget, den wahrscheinlich einzigen 10er Light, den es so gibt, dann macht es durchaus Sinn, sich den gehassten Feind, die Arti, auch mal zum Verbündeten zu machen, mit in den Zug reinzuholen und für sich arbeiten zu lassen. Gerade wenn ihr zwei Leute dabei habt, die sensationell gut da drin sind, andere rauszuklicken, dann macht das doch mehr als Sinn. Wir sind hier auf Prokhorovka, eine Map, die geradezu prädestiniert dafür ist, für Spot-Schaden. Schauen wir mal ganz kurz, was hier so passiert. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum man jetzt hier die Spielernamen sieht und nicht die Panzertypen, weil bei mir im Spiel sieht das normalerweise anders aus. Ich habe das auf jeden Fall im Spiel so eingestellt, dass ich die Fahrzeugtypen sehe. Das muss ein Replay-Fehler von World of Tanks sein. Bei mir ist es eigentlich richtig eingestellt. Ich habe die Einstellung jetzt auch noch mal zweimal überprüft. Naja, nichtsdestotrotz, ihr seht selber, durch meine Spots habe ich schon 1500 Spotting hier geleistet. Der T34 hat gerade das Zeitliche gesegnet, 1800 Spotting. Und das ist halt auch eine Methode, wie ihr ohne Probleme an eure dritte Gunmark kommen könnt. Was heißt ohne Probleme? Die dritte Gunmark zu erreichen ist nach wie vor ein Ding, was sehr, sehr viel Konzentration erfordert, was auch ein gewisses Map-Glück erfordert und was vor allem von euch als Spieler doch einiges abfordert. Man braucht mit der Badget, um die dritte Gunmark zu bekommen, 4500 Schaden, Durchschnittsschaden, also kombinierter Schaden und Spotting-Schaden. Das bedeutet, dass ihr, wenn ihr im Schnitt 3000 Schaden macht auf der Badget, pro Runde nochmal 1500 Spotting-Schaden einfahren müsst, um die dritte Gunmark zu erreichen. Also es ist auf jeden Fall nicht ohne. Wenn man sich aber die Arti dann zur Hilfe nimmt, gerade auf einer Map wie Prokhorovka, kann man unheimlich viel über Spots regeln. Ihr seht selber, wir haben schon 2590 Schaden gespottet. Und das ist halt auch ein Tipp, den ich euch gerne mitgeben würde. Gott sei Dank bin ich hier nicht auf die Seite oder auf mein Dach gefallen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann sei es euch verziehen, wenn ihr euch mit Klickern verbündet, wenn ihr quasi eure dritte Gunmark fahren möchtet. Es steht 2 zu 3 und wir müssen hier noch einiges leisten, damit wir quasi die Möglichkeit haben, hier dieses Gefecht noch zu gewinnen. Schauen wir mal ganz kurz, wenn ich jetzt hier Alt drücke, ob man dann den Panzer sieht. Jetzt funktioniert es komischerweise, wenn ich einmal Alt gedrückt habe. So, wir haben jetzt hier den T4400 vor uns. Im Hintergrund noch E75, hier vorne TVP, VTU. AT15 auch noch auf der Grundlinie, auf der Zweierlinie. Und alles, was ich jetzt tun muss, ist in Bewegung bleiben, so gut es geht für mein Team Spots zu liefern. Ich muss dazu sagen, ich habe auf meiner Badchat mittlerweile fast 7 Perks. Ich habe 507 Meter Sichtweite. Für alle, die jetzt wieder in die Kommentare schreiben, das bringt doch gar nichts. Die maximale Spotting Range liegt bei 445 Metern. Ja, das stimmt, die maximale Spotting Range liegt bei 445 Meter. Aber alles, was ihr darüber hinaus an Sichtweite habt, ich habe das ja auch schon unter das ein oder andere Video in der Kommentarsektion geschrieben. Alles, was über diese 445 Meter hinausgeht, reduziert den Tarnwert eures Gegners. Und gerade wenn ihr Lights oder gegnerische Mediums, die ja doch einen relativ hohen Tarnwert haben, gerade wenn sie eine vernünftige Crew haben, reduziert also quasi den Tarnwert der Gegner und macht es euch einfacher, innerhalb dieser 445 Meter Gegner aufzumachen, auch wenn sie meinetwegen einen Busch als Deckung nutzen. Also von daher macht es immer Sinn, so viel Sichtweite wie möglich zu erreichen. Ich habe auf meiner Badget die höchste Sichtweite, die geht, mit 507 Metern. Ich habe hier Lüftung drauf, ihr seht selber, ich nutze Kaffee. Ich habe zusätzlich beide Sichtperks und entspiegelte Optik, also mehr geht nicht.
Es steht 4-5. Ich bin mittlerweile schon bei 4.364 Unterstützungsschaden. Zusammen mit meinem Schaden bin ich also jetzt schon wieder über die 4.500. Ihr erinnert euch an den Anfang des Videos. Ich hatte es ja angesprochen. Ihr müsst 4.500 Schaden pro Runde erreichen. Ob nun gespottet oder selbst ausgeteilt. Und alles, was darüber hinausgeht, macht die Runde dann zu einer sehr, sehr guten Runde, weil ihr quasi damit schlechte Runden, die ihr immer mal wieder habt, die ihr nicht vermeiden könnt, ausbügelt. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier den TVP noch einen mitgeben können. TVP, erster Schuss ist drin, zweiter Schuss ist drin und da geht der TVP durch einen Treffer von Tom. Tom ist mit dem Account von Spree Athen gefahren. Also, wir sind hier in unserer üblich gewohnten Dreier-Kombo unterwegs. Sanjo, Stan und meine Wenigkeit. Sanjo, wie gesagt, auf dem Account von Spree Athen mit der M53. Stan mit seiner T92. Ja, und ich muss den beiden, wie gesagt, großes Dank aussprechen, dass sie sich den ganzen Vormittag nur Zeit genommen haben, um für mich quasi zu klicken, um mir den Unterstützungsschaden zu bringen, den ich brauche. Natürlich habt ihr auch sonst in eurem Team gerne mal Klicker dabei. Das Problem ist bei denen nur, ihr könnt es nicht beeinflussen. Die sagen euch in der Regel nicht, wie viel Reload-Zeit sie haben. Sie schießen in der Regel auch nicht auf eure Ziele. Sie wissen meistens auch nicht, was gerade wichtig ist, um das Spiel noch irgendwie zu drehen, sondern sie klicken einfach nur und klicken und klicken. Und das ist halt das, was mich meistens noch mehr aufregt an den Klickern im eigenen Team als in denen im Gegnerteam, weil sie häufig genug den Schwerpunkt nicht sehen. Und das ist halt das Schöne, wenn ihr im Platoon selber noch zwei Artis dabei habt, dann könnt ihr euch halt komplett absprechen. Die können euch sagen, wann sie nachgeladen haben, wann sie Spots brauchen. Ihr sagt, wo die Spots kommen. Die können sich vorher einaimen und somit entsteht eine gute Zusammenarbeit. Schauen wir mal, ob die ISO kriegen wir raus. Wir sind jetzt schon bei 6.400 gespotteten Schaden, 1.831. Auch der AT-15, 499, der nächste Spotschaden für uns. 664, wir sind bei 7.065 Spotschaden. Also jetzt ist es schon wirklich eine großartige Runde. Hinten ist der GW Tiger aufgegangen. Ich mache jetzt an dieser Stelle einen Fehler. Und der Fehler liegt darin, dass ich komplett ignoriert habe, dass noch eine Grille da war, die noch nicht gespottet worden ist, die sicherlich auch auf der Einserlinie steht, weil wir schon komplett Map Control haben und gehe jetzt hier all in auf den E75. Das ist eine extrem blöde Aktion. Ich habe jetzt hier Glück, dass die Grille mich nur bounced. Da hinten steht die Grille. Erster Schuss trifft nicht. Zweiter Schuss verreißt. Ich sammle hier zwar nochmal ordentlich Unterstützungsschaden, aber ich komme hier an der Stelle nicht mehr weg. Die Grille kann nochmal schießen. Und das war das Match. 2.222 Schaden, 8.361 Spotting-Schaden. Wir haben es am Ende gewonnen. Postgame-Stats zeige ich euch dann nach dem zweiten Replay, was ich noch für euch dabei habe. Und seid gespannt. Ja, der eine oder andere von euch sagt jetzt mit Sicherheit, ist ja alles schön und gut, wenn du mit zwei Artis ins Platoon joinst, aber was machst du auf Karten wie Himmelsdorf, Ensk, Ruinberg, all die Karten, die jetzt gar nicht so prädestiniert sind für Arti. Und da habe ich euch jetzt auch ein klassisches Beispiel mitgebracht, was dann passiert. Ihr könnt dann natürlich nicht sauber im Verbund arbeiten mit der Arti und es wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass der Spotschaden nicht allzu groß ist, den wir hier einfahren können. Und da kommt es dann natürlich wieder darauf an, seid ihr in der Lage, diese Runden quasi zu kompensieren? Seid ihr in der Lage, auch ohne die Arti zumindest dann ein brauchbares Schadensergebnis einzufahren? Auch hier nochmal die Erinnerung daran, wir müssten jetzt hier, um weiter zu steigen, 4.500 Schaden selber machen oder spotten. Und jeder von euch weiß, dass es verdammt schwer ist, auf Himmelsdorf überhaupt zu spotten. Aber was man machen kann, ist natürlich selber Schaden austeilen wie ein großer. Ist so eine Sache mit der Badchat auf Himmelsdorf. Wir werden es uns gleich anschauen. So, wir haben da oben jetzt schon mal den Bulldog gespottet. Vielleicht kann noch jemand anders auf den Bulldog schießen. Das wäre dann unser Spotschaden. Der Schuss geht schon mal rein. Der zweite Schuss geht auch rein. Der Bulldog tut uns den Gefallen. Jetzt ist hier ganz kurz das Bild weg. Da kommt jetzt auch noch der 5020. Auch dem können wir noch zwei mitgeben. Wir sind schon bei 1590 Schaden. Jetzt geht es erstmal ab in Reload. Was ich jetzt machen kann, ist an der Stelle auch das Spielen ohne Ball. Ich hatte das ja schon in diversen Badchat-Videos angesprochen. Versucht in der Zeit, wo ihr nachladet, immer weiter, gerade auf offenen Karten, aber auch auf Himmelsdorf geht das, immer weiter Spots zu liefern. Ihr seht jetzt, wir haben hier auf jeden Fall schon mal nochmal 300 Unterstützungsschaden auf den 5020 bekommen.
durch die Panzergasse tanken sich jetzt eher ein 100 und E3. Das sind jetzt keine Panzer, mit denen ihr euch unbedingt anlegen wollt frontal. Von daher habe ich mir jetzt gesagt, okay, ich habe da zwei WZ, die einigermaßen isoliert sind. Auch auf dem Petten haben wir nochmal 159 Schaden als Spot bekommen. Also wichtig ist, dass ihr das einfach immer sammelt und auch Kleinvieh macht Mist. Jetzt können wir hier nochmal vielleicht ein, zwei Treffer auf den WZ anbringen. Der war jetzt ein bisschen glücklich da zwischen den Steinen durch. WZ auf jeden Fall nochmal zwei Dinger gedrückt. Da oben, auch auf den Petten, können wir jetzt vielleicht nochmal wirken. Das war jetzt ein bisschen unglücklich, dass der Schuss daneben geht. Können wir jetzt hier den WZ rausnehmen. WZ können wir leider nicht rausnehmen. Wir müssen wieder in den Reload, aber wir haben schon 2829 Schaden, 488 Unterstützungsschaden. Also wenn wir jetzt noch ein Magazin anbringen können, dann sind wir auf jeden Fall gut dabei, auch Himmelsdorf glimpflich zu überleben und quasi weiter an unserer Gunmark nach oben zu arbeiten. Da oben haben wir jetzt die Arti gespottet. So, jetzt müssen wir das Ganze überlegt angehen. Es sieht nicht so aus, als wenn wir das gewinnen könnten. Es steht 3-6. Wir haben arge Probleme. Der E3, E100, M103, IS-3, die sind da einfach durchgefahren, als gäbe es keinen Morgen mehr. So, meine Chance ist jetzt hier vielleicht auf unachtsame Heavys in der Heavy-Gasse, wenn sie den Tunnelblick haben, den einen oder anderen Schuss in die Seite loszuwerden. Genau darauf spekulieren wir, auf so Schüsse wie auf den M103. Hier zwei schöne Treffer, jetzt kommt noch eine IS-3 dahinter angefahren, die haben wir gesehen. Der Schuss natürlich extrem unglücklich. Dafür ein schöner Trackshot hier auf den RV. Wir fangen uns zu einem, können aber noch zwei Treffer auf den RV 215B anbringen. Und es geht wieder in den Reload. Wir haben jetzt 4336 Schaden, 488 Spotting. Also jetzt ist es eine Runde, mit der ich leben kann, wenn ich denn auf die Gunmarks aus bin. Da kommt jetzt ein 5020, von dem wollen wir uns natürlich nicht fangen lassen. IS-3 bleibt Gott sei Dank stehen da hinten an der Heavy-Gasse. So habe ich noch Zeit nachzuladen. Schauen wir mal ganz kurz. Der 5020 macht auch keine Anstalten, mich zu pushen. Ich habe jetzt noch 5 Sekunden Reload, das heißt, ich kann jetzt hier ohne Probleme vielleicht den 50-120 rausnehmen. Er schießt zum Glück auch noch daneben, das spart mir HP. Und da ist der 50-120 Geschichte. Die nächsten 600 Schaden, die wir einfahren können, wir sind jetzt schon bei 4994 Schaden, 488 Spotting. Das heißt, jetzt geht es langsam in Richtung großartige Runde. Vielleicht können wir hier noch einen sauberen Schuss auf die Seite loswerden. IS-2 tut uns leider nicht den Gefallen, aber wird nochmal durch unser Arti getrackt, getroffen. Das macht 763 Unterstützungsschaden, 5352 Schaden. Also, ihr seht, so kann man dann langsam und langsam das Ganze immer steigern und mehr dazu holen. Ich lade jetzt meinen ersten Heat-Clip. Ich habe, seitdem ich auf die Gunmarks fahre, tatsächlich umgestellt von ausschließlich APCR auf noch 10 Heat. Das hat einfach den Grund, dass es hin und wieder drauf ankommt, auch frontal zum Beispiel so einen E100 penetrieren zu können. Dazu kommen wir aber noch. Ihr seht, im Gegnerteam ist noch ein E100 unterwegs. So, der Ferdinand. Tom hat mir in seiner M53 gesagt, dass er einen Schuss auf den Hügel noch hat für den Ferdinand. Auf jeden Fall mein Spotschaden, wenn er ihn trifft. Da ist der Schuss. 307 Spotschaden nochmal zusätzlich. Jetzt muss ich schauen. Da waren noch ein FV215B und ein IS-3 in der Heavy-Gasse. Mal gucken, wo die hingefahren sind. 10-12. Es ist tatsächlich noch möglich, das Gefecht vielleicht zu gewinnen, wenn das Objekt 416 mitspielt. Hier mache ich jetzt an der Stelle einen Fehler. Ich hätte gleich auf die IS-3 schießen sollen. Das ist halt jetzt wieder das Problem mit Heat-Munition. Das bauen wir ganz gerne mal. Da ist der Treffer auf den IS-3. Wir sind bei 6000 Schaden, 1070 Spotting. Ich gehe nochmal in den Reload, um ein volles Magazin zu haben. Und jetzt kommt auch gleich das Problem, weswegen ich eigentlich normalerweise davon abrate, überhaupt Heat mitzunehmen auf der Badjet. Und das ist ganz einfach. Ihr seht selber, ich habe jetzt noch 2 Schuss APCR. Also ich müsste ein Magazin nachladen für 2 Schuss. Wenn ich jetzt alle 5 Heat-Schüsse noch raushau, dann habe ich auch nur noch 2 Heat. Das heißt, ich habe 2 nicht mal halbvolle Magazine. Und braucht trotzdem genau die gleiche Reload-Zeit. Und das ist natürlich sensationell ärgerlich. Auf der anderen Seite ermöglicht einem die Heat-Munition halt, ja, in gewissen Situationen tatsächlich noch einen Clip anzubringen. Gerade, ich hatte es angesprochen, gegen so Panzer wie der EN-100. Was man nicht machen sollte, ist das, was ich jetzt hier mache. Und zwar Auto-Aim in die Spaced Armor von einem FV215B. Damit sieht man nie gut aus. Ich habe jetzt noch einen Schuss. Vielleicht kann ich den noch irgendwie anbringen.
So, nochmal hingestellt. Und jetzt ist die Situation eingetreten, die ich gerade angesprochen habe. Ich habe von beiden Munitionstypen nur noch 2 Schuss und muss jetzt für 2 Schuss ein ganzes Magazin nachladen. Und das ist natürlich eine Situation, die wollt ihr eigentlich immer vermeiden, wo es nur geht. Ich kämpfe jetzt alleine noch gegen 3 Gegner und habe gar nicht mehr genug Munition, die 3 Gegner E3, E100 und FV215B rauszunehmen. Aber auch hier geht es dann letztendlich, wenn ihr auf die 3. Gunmark fahrt, nicht mehr darum, dass ihr das Spiel noch reißt, sondern dass ihr so viel Schaden anbringen wollt wie möglich. Da drüben ist der E100, der hat mich natürlich auch gespottet. Jetzt geht es darum, schlauer zu sein. Der E100 zieht auf der D-Linie durch. Er hat mich wieder gespottet. Mein Plan war jetzt nochmal zuzugehen und dann die Beine in die Hand zu nehmen. Jetzt kommt der E100 frontal auf mich zu. Und das ist so eine Sache. Und das ist wirklich der einzige Moment, wo sich so Heat anbietet, weil ihr quasi nicht mal seine Unterwanne sehen müsst, sondern ihr könnt hier nur ganz, ganz knapp rausschauen. Gebt ihm 2 Dinger durch den Turm mit. Er schießt Gott sei Dank in den Dreck. Und auch der FV215B hat gerade daneben geschossen. Jetzt muss ich nochmal nachladen für nochmal 2 Schuss. Aber das sollte euch in diesem Moment einfach egal sein. Ihr wisst jetzt sicher, dass ihr das Spiel nicht mehr gewinnen könnt. Der E3 steht in Cap. Ihr habt nur noch 2 Schuss. Und das reicht nicht mal, um den E100 komplett rauszunehmen, glaube ich. Vielleicht doch, vielleicht nicht. Aber auch diese 2 Schuss, die wollt ihr auf jeden Fall noch anbringen, weil jeder Schadenspunkt zählt. Da ist der E100, er zeigt uns sogar das Heck. Wir haben ihn ausgespielt. Erster Schuss geht rein. Zweiter Schuss geht rein. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Jetzt kann ich mich auch vom FV töten lassen. Wenn ich Glück habe, kann ich ihn vielleicht nochmal rammen. Da ist er. Den Treffer habe ich mir gefangen. Jetzt ein cleveres Rammmanöver. Und die Wendegeschwindigkeit der Badger reicht nicht aus. Ich fahre in den Schutthaufen. Ja, aber unterm Strich 8.384 Schaden, 1.070 Spotting. Und kombiniert sind wir schon fast wieder bei 10.000 Schaden. Ich würde sagen, wir schauen uns ganz kurz auf die Postgame-Stats. Das erste Gefecht auf feuriger Bogen, erste Klasse. Wir haben die Patrol Duty Medaille bekommen, weil wir insgesamt unserem Team ermöglicht haben, mindestens 6 Fahrzeuge zu beschädigen. Schauen wir mal ganz kurz auf die Teamscore. 2222 Schaden, 2 Kills selber gemacht, 1214 Basiserfahrung und ich hatte es schon angesprochen, 8361 Spotting. Schauen wir ganz kurz auf den detaillierten Report, 7000 Credits plus gemacht. Das ganze Gefecht hat 10 Minuten gedauert, wir waren tot nach 7 Minuten 30 und unsere beiden Arti-Kollegen konnten richtig reinhalten. Sanjo in der M53 6000 Schaden und Stan in der T92 fast 4000 Schaden und das war alles Schaden, den ich gespottet habe und so kommt ihr dann auf solche astronomischen Werte mit dem Spot-Schaden. Und schauen wir auch gleich auf das andere Spiel. Wenn ihr halt nicht in der Lage seid, auf die Arti euch zu verlassen, weil es eine Stadtkarte ist, dann müsst ihr halt selber ran, dann müsst ihr selber Schaden austeilen. Großkaliber auch hier erster Klasse, obwohl Niederlage. Schauen wir ganz kurz auf die Teamscore. 8384 Schaden, 2 Kills, 709 Basiserfahrung trotz Niederlage. Wir haben 79 Credits miese gemacht, weil wir halt noch diesen Kaffee bezahlen mussten, weil wir relativ viel Heat geschossen haben. Die beiden Magazine kosten natürlich in der Zeit von 8 Minuten 58 und wir haben noch 1070 Unterstützungsschaden gemacht. Also alles in allem denke ich 2 Runden, die ihr auch bringen müsst, wenn ihr auf die 3. Gunmark aus seid. Ich hatte es ja auch schon anfangs angesprochen, es wird immer mal eine Runde geben, wo ihr mit 0 rausgeht oder wo ihr nur 1000 Schaden macht, wo ihr nur 1000 Schaden spottet. Und solche Runden, die machen dann am Ende den Unterschied, ob ihr es schafft, die 3. Gunmark zu erreichen oder nicht. Und die sollten auch nicht zu weit auseinander liegen. Diese beiden Runden, die ich euch gezeigt habe, die lagen 3 Runden auseinander. Und schauen wir mal, was es gebracht hat. Nach nur 3714 Gefechten, und ich weiß, das ist zum Teil mehr als mancher meiner Zuschauer auf dem Account überhaupt hat, nach nur 3714 Gefechten kann ich vermelden, ich habe es endlich geschafft, meine 3. Gunmark auf der Badger zu bekommen.
Ich hoffe, ich konnte euch mit den zwei Videos, mit den zwei Replays ein bisschen weiterhelfen und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen, der gerade dabei ist, zur zweiten oder dritten Gunmark zu gehen, ein guter Tipp gewesen, vielleicht mal mit Artis, auch wenn man es nicht so gerne macht, wenn man sich dazu zwingen muss, über seinen Schatten zu springen, einfach mal mit zwei Artis ins Gefecht gehen und mehr auf das Spotten als auf das selber Schaden machen zu setzen, gerade auf offenen Karten mit der Badget. Für mich die Badget, wie gesagt, ein großer 10er Light. Ich hoffe, es war für euch ein Anreiz, auch in die Richtung zu gehen, wie man es macht. Habe ich jetzt, glaube ich, euch ein bisschen erklären können. Dazu gehört dann noch jede Menge Übersicht und jede Menge Erfahrung. Aber wenn ihr genug Aufwand betreibt, dann werdet auch ihr das irgendwann schaffen. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Wie es gehen kann, habt ihr jetzt gesehen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dabei. Wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst mir gerne ein Like da. Ansonsten freue ich mich nach wie vor über jeden Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Ihr seid eine Weltklasse-Community. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!